Hallo meine lieben Zuschauer. Letztens musste ich so schnell abhauen, da ich einen Anruf bekommen habe. Ich dachte mir erst so, hey, was ist denn die Musik? Ja. Dann so, ach ja, das ist ja mein Telefon. Ha! Und deswegen bin ich halt dann doch ein bisschen schneller abgehauen. So, wir machen jetzt hier noch ein Fenster rein. 4, 3, 4, 5. So. Wir hätten hier auch noch ein Fensterchen haben. Wunderbar. Also zumindest ich finde, dass das hier wunderbar ist. Ein Fensterchen. Ah, vielleicht noch eins? Weiß gerade gar nicht. Wir könnten noch eins machen. Machen wir mal hier. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und hier auch noch ein Fensterchen. Jetzt kommen gleich die Spinnen rein und töten mich. Ja. Man kann es immer noch mal zumachen, wenn es scheiße ausschaut. Hier muss ich mir dann noch was überlegen. Hammer gesagt. Muss mal schauen. Wenn ich hier zumachen würde und da auch zumachen würde. Könnte man eigentlich mal machen. Tap, tap, tap. Dass dann praktisch hier ein Gang ist. Und da auch. Muss man nur mal gucken wegen Raumtrennung. Wie könnte man denn die trennen? Wie viele Räume wollen wir denn machen? Schauen wir mal. Eins, zwei, oder Zimmer vielleicht besser hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das haben wir jetzt ungefähr 20. Wobei. 20, 4, 5. Ja, da könnte man sagen 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wäre ungefähr hier ein Raum. Schon ein bisschen klein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann praktisch hier so die Räume. Wobei, es könnte sogar passen. Muss ja nicht riesig sein, so ein Raum. Ich glaube, das könnte man machen. So, mal hier gucken. Da eins. Da eins. Und hier. Mal gucken wegen der Tür. Haben wir hier eine Tür? Ah, hier eine Tür. So ist vielleicht besser. So, hier. So. Gehen wir mal hier entlang. Wir müssen es ja schließlich mal so trennen. Bevor ich dann das wieder vergesse. Immer diese Raumtrennungen. So, und da. Lustige ist, es hämmert schon wieder jemand draußen. Wahnsinn. Da ist ja lang der Raum. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So. Wir haben es hier schon mal getrennt. Machen wir da auch nochmal. Müssen wir etwas kreativ sein? So. Und hier nochmal. Was? Das sind wir schon wieder. Haben wir schon wieder zu wenig von dem Material. Oh. Ich sehe gerade, wir kriegen Hunger. Wir kriegen hier Hunger. So. Hier. Upsa. Müssen wir vielleicht erstmal mal gucken. Also hier haben wir gesagt, machen wir schon mal. So, die Tür.
bisschen die Raumtrennung. Kommt hier eins, dann kommt hier eine Tür. Raumtrennung 1, Tür. Raumtrennung 1, Tür. Und hier machen wir es genauso. Nur, dass es hier spiegelverkehrt wird. So, 1, Tür. Raumtrennung 1, Tür. Raumtrennung 1, Tür. Raumtrennung 1, Tür. Sehr schön. Können wir das dann auch gleich aufbrauchen? So. Bin mal gespannt, wie lange ich das dann haben werde. Und wenn ich da was ändern werde. Ob mir das gefällt. Aber im Moment mag ich die Idee. So. Es wäre schon mal ein Zimmerchen. So. Müssen wir mal schauen. Also ich finde es wie gesagt noch nicht, also noch nicht so schlecht, lol. Haha. Im Moment nicht schlecht. Noch nicht schlecht. So. Nur halt ein bisschen doof, weil das so lang ist. Aber ich habe da, glaube ich, auch schon eine Idee, wie ich das dann mache. Ich glaube es zumindest. Auf jeden Fall würde es da schon eine schöne Lösung geben, auch, denke ich. So. Hier nochmal. So. Ups, nein. Nein, das wollte ich nicht machen. Grrr. So, machen wir das wieder weg. Hier gleich wieder einen Raum zu. Tap, 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 tap. Dann kümmern wir uns heute nämlich auch gleich noch um die Fenster. Ach ja. Wir brauchen Sand. Fällt mir da gerade wieder ein. Mensch, wie konnte ich das nur vergessen? So. Ach, da ist es schon zu. Super. Tap, tap. So, tap, tap, tap. Wunderbar. So, die nochmal zumachen. Sehr schön. Oh, da haben wir auch schon gar nicht mehr so viel. Tap, tap, tap. Es sollte das Holz reichen. Jetzt kommt eh gleich wieder Birke. Und da haben wir schon die Birke. Das ist schon komisch, dass das immer so ein Zeug reinzieht, ja. Wahnsinn. So. Hier. So. Sehr schön. Dann haben wir das hier auch. Muss man nur noch hier gucken. Haben wir dann nicht zufälligerweise irgendwie so ein anderes Holz? Da halten wir einmal eins. Nehmen wir das mal. Das schaut nämlich hier irgendwie doof aus. So. Und wenn das hier nicht in dem Holz ist. Ach, wir haben unseren Minimumsteinchen hier. Dann können wir doch dann gleich da so, ne? Ein zweites davon machen. Ein zweites Oakwood. So. Das passt doch wunderbar. Schaut das hier nämlich gar nicht so dumm aus. Dann mal hier vielleicht. Da eine Fackel und hier eine Fackel. So, packen wir mal unseren Crafting Table. Wohin? Wo packen wir denn den hin? Mm.
Beste Idee überhaupt, so wie ich es meistens mache. Hier. So. Wunderbar. Ich wollte Türen bauen, genau. Braucht man dann 8? 10, genau. Mal hier. Da eine Tür. Da eine Tür. Hier eine Tür. Da eine. So gut, geht hier noch eine. Und hier. 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 Da. So. Dann brauchen wir noch die Pressure Plates. Ach ja. So wird das nix. Nehmen wir die Pressure Plates. Wie viel können wir denn machen? Wir brauchen 20. 24 brauchen wir nur. So. Nur. Gut, eine hier. Dann hier. Da. Da. Hier. Hier. Da. 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 Ach ja, da ist auch noch eins. So. Jetzt hier hin. Wieso bin ich jetzt eigentlich reingegangen? So, da eins. Hier. 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 Da noch eins. Hier noch eins. Da noch eins. Ah, da haben wir es. Oh, da haben wir sogar noch welche übrig. Wieso bin ich denn hier auf 24 gekommen? Ach so, ich dachte, das sind 5. Ah. Mensch, das sind ja gar nicht 5. Egal, dann haben wir welche übrig. Dann passt das so jetzt auch. So. Da haben wir noch Glas. Dann brauchen wir jetzt nämlich auch gleich wieder unser schöne Lava. So, schauen wir mal. Bringen wir erstmal hier das Zeug hier weg. Das brauchen wir jetzt so schnell nicht mehr, denke ich. Minimumstein hier auch. So. Ich frage mich gerade, ob ich auch Lava mit einem Minimumstein machen kann. Und wie kriege ich denn MJ her? Fragen über Fragen über Fragen. Oh, da fällt mir gerade ein, die Dinger wollte ich ja auch nochmal machen. So. Das wollte ich ja auch tun, das da rein. Dann 1, 2, 3. Mal hier wieder weiterkommen. So. Wir haben schon 4 Jojometer. Wie viel braucht man eigentlich für die nächsten Solaranlagen? Solar. Das ist Advanced. Wo ist denn da meine normale? Hier ist mein normales. Da kommt Advanced. Genau, das ist das normale. Dann brauchen wir das da. Dann brauchen wir 2. Dann brauchen wir dafür noch was. Iridium-Ohr. Wie kriegen wir denn das nochmal? Iridium-Ohr. Steht da nicht da? Warum nicht? Wie war denn das nochmal? Ich glaube, da brauche ich dann mehr. Da brauche ich dann 7. Glaube ich, für das Iridium-Ohr bin ich mir gerade nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, aber ich glaube, da brauche ich 7. Das heißt, wir haben jetzt 4. Da brauchen wir noch 3. 9. Also wir brauchen insgesamt noch 5. Wir brauchen insgesamt noch 5, ja. Manchmal. So. Genau, ich könnte ja gleich schon mal den Sand da reinpacken. Jetzt haben wir ja im Moment noch Sand. Das heißt, wir packen den mal eben dann kurz da rein.
Der wird dann eh nicht geschmolzen, da wir nicht genügend haben. Leider. Also nicht genügend Lava. Leider. Hopp. So. Sand. Die 5 Glasfenster, die können wir ja gleich mal reinpacken. Dum, 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 dum. Hier, 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 hier. Hier. Sehr schön. Da wollten wir auch noch gucken, dann währenddessen wegen den Fensterchen. Wie wir das machen. Wir könnten hier ein Viererfensterchen haben. Oder wir machen einfach so ein ganzes Fensterchen. Ich glaube, ein Viererfensterchen schaut gut aus. Auch ein Viererfensterchen. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht sicher, ob ich hier Fensterchen haben möchte. Ich denke schon. So. Da auch noch eins. Sonst schaut das so komisch aus. Ich mal das hier, wie es von außen ausschaut. Ah. Das schaut sehr, sehr interessant aus. Ah ja, da kommt ja dann der Balkon oben noch drauf. Hier wollte ich ja mal einen Balkon haben. Müssen wir mal schauen noch. Joa. Interessant, wie guckt es eigentlich auf der anderen Seite aus? Mit dem Fensterchen hier so. Sind die eigentlich direkt untereinander? Nee, sind die auch nicht. Ah, müssen die auch nicht. Finde ich jetzt. Das ist auch schon wieder interessant, dass dann mehr oder weniger die Fensterchen halt wieder, beziehungsweise, ja, wieder da keine Fensterchen sind, sondern beide auf der gleichen Seite. Da ist ein Fensterchen. Und hier ist kein Fensterchen. Naja, ist halt so, ne? Dann gehen wir mal da nochmal lang. Dum, 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 dum. So. Nochmal hier schauen. Das ist fast ein bisschen viel Fensterchen hier. Ja, wenn ich es so machen würde, wie ich es vorher gesagt habe, dann wäre das hier so, hey, ein Riesenfenster da, ein Riesenfenster da, ein Riesenfenster da, ein Riesenfenster. Hier, und hier kommen keine Fensterchen mehr. Yay! Außer wir machen da oben ein Fensterchen noch rein. Ich glaube, das machen wir. Das wird dann von vorne gar nicht mehr so schlecht ausschauen. Nur hier, da bin ich mir im Moment noch gar nicht so sicher, ob ich das so haben möchte. Vielleicht mache ich die Fensterchen auch wieder zu. Brauchen keine Fensterchen. Ist einfach dunkel. Eine gute Frage. Ich glaube, ich mache die wieder zu. Sonst schaut das gar so dumm aus, irgendwie. Meiner Meinung nach. Oh. Glas. So. Man muss ja nicht übertreiben mit Fensterchen. Dann haben die wenigstens Gleichberechtigung und haben keine Fenster. Gleichberechtigung für alle. Alle kriegen keine Fenster. Nicht nur die da drüben, weil die können ja keine kriegen. Weil das hier direkt am Haus angrenzt. Das haben auch die anderen kriegen keine Fenster. So.
gleich fertig. Aber hier machen wir noch Fensterchen, haben wir gesagt. Schon da. Ist das bloß ein Viererfensterchen? Dann machen wir hier ein größeres Fensterchen. So. Das guckt dann so aus. Passt. Würde ich sagen, zumindest. So. Hier schön brav das Glas raus. Damit wir hier unsere Fensterchen kriegen. Währenddessen trinke ich mal eben kurz was. So. Als nächstes gehen wir dann, in der nächsten Folge gehen wir dann Sand holen. Für mehr Fenster. Wenn ich dran denke. Oder ich mache wieder was anderes. So. Auf jeden Fall steht hier das Zeug schon mal. Das ist doch schon mal toll. Also ich finde es toll. So. Wir müssen dann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr ja, craften. Wegen verzaubern. Oh, ich bin noch etwas müde. Ich muss mich schon wieder tierisch ärgern. Aber naja. Ich konnte nicht einschlafen. Passiert. So, mehr Fensterchen. 12 haben wir schon mal. Haben wir hier die Fensterchen schon alle drin? Ja, das ist doch schon mal super. Verfluchte Scheiße. So, da. Es sind ja gar nicht mehr so viele Fensterchen übrig. Mal gucken. An und für sich könnte ich hier auch ein Fensterchen machen. Auch. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel Fensterchen. Da drüben noch 8. Das heißt 7 Fensterchen. Das heißt 7. Dann muss ich da mal schauen, wie ich das da drüben mache mit den Fensterchen, weil dann haue ich vielleicht da noch eins rein. Damit das nicht gar so komisch ausschaut. Von außen, wobei es würde eigentlich auch passen. Aber ein Fensterchen würde ich da auch gut machen. So, mal das ganze Glas hier nochmal raus. Bisschen was ist noch drin. So. Dann müssen wir auch mal wieder minen. Damit wir hier Materialien kriegen für Solaranlagen, damit wir dann bessere Solaranlagen machen können. So, 11, das reicht vorerst mal. Zumindest für das Fenster hier. So. Tam, 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 tam. Fenster hier fertig. Ich frage mich, wie ich dann hier hochkommen will. Da bin ich ja auch nochmal gespannt, wie ich das mache. Vielleicht müssen wir auch einen Raum wegbauen. Wegen einer Treppe. Ich möchte ja schließlich auch irgendwie hochkommen dann. Ja, so finde ich es auf jeden Fall schon mal schön. So. Und Glas fertig. Nächstes Glas. Ja, na komm, schneller. Ich will das hier ein bisschen aus der Smelterie rauskriegen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es auch ganz raus.
irgendwie, glaube ich, da nicht ganz dran, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben sogar noch Lava übrig. Dann kriegen sie nicht ganz raus. Nein! Sehr schade, sehr schade. Ich glaube zumindest, dass wir es nicht ganz rauskriegen. Schauen wir mal, es bleibt spannend. Es wäre ja wirklich komisch, wenn wir es ganz rauskriegen würden. Huhu. Da und da. So. Und noch hier. So, vielleicht eins wird's noch. Ich weiß nicht, ob es noch mehr wird. Oh, es wird noch mehr. Können wir hier auch noch mal auffüllen. So. Und 13. Machen wir das nochmal voll. Damit wenigstens eins voll ist. So, und den Rest hier. Da bin ich mal gespannt. Und es ist nichts mehr drin, es ist alles rausgegangen. Ist das Fenster fertig? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist aufgegangen! Und oh mein Gott, wir haben eine Spinne hier im Haus. Oh mein Gott, wir haben alles aus der Smeltery draußen. Wie cool ist das denn? Na, meine Kleine. Ich glaube, das ist ein bisschen zu dunkel drin. So, lassen wir mal vorerst so. Wir könnten ja mal eben kurz schlafen. Da es dunkel ist und hier übelst die Viecher gespawnt sind. So. Gehen wir wieder. Oh, da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Ja. Und es ist ein toter Creeper. Oh mein Gott. Aha. Ah. Hallo. Aha. Da gibt's Knochen. So. Hier die Knochen mit. Aha. Vorher zugemacht. Wir haben Erde mit. Das heißt, wir könnten das hier eben machen. Zumindest ein bisschen. Das machen wir auch gleich mal. Die verbauen wir gleich mal hier ein bisschen. Damit hier nicht gar so eine Schlaglöcher sind. Ist übelst uneben hier. Wir bauen nämlich hier dann als nächstes mal ein Häuschen hin. Nur das hier auch zu haben. Muss man dann nochmal schauen wegen der Mine hier unten drunter. Oh, das sind ja auch noch Fensterchen. Hier und hier. Voll vergessen. Bauen wir die auch gleich nochmal zu. Mensch. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Sind wenigstens die Fensterchen vorne zu? Ab da ist alles zu. Ja, schaut so aus. Schaut so aus. Machen wir hier nämlich auch nochmal zu. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass es hier noch eins höher geht. So, hopp. Den Raum hier hatte ich voll vergessen. So. Brauchen wir noch eine Türe, auch noch. Na, das Gute ist, dann können wir haben wieder nichts mehr dabei. Nein. Das Gute ist, nein. Es gibt nichts Gutes. So, hier nochmal zu. Schaut das nicht gar so dumm aus. Müssen wir nochmal gucken. Ach ja, wir wollten ja wegen schauen wegen dem Fenster da außen nochmal hier. Aber hier noch ein Fenster hinmachen oder nicht? Das können wir gerne mal gucken. Tam, 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 tam.
Also wäre praktisch hier, dann unten drunter dann da 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, das sechste müsste ich dann einschlagen. Schauen wir mal, damit das ein Mini-Fenster wäre, was genau unten drunter wäre. Und von hier, das hier sind 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre praktisch hier so ein Mini-Fenster. Das wäre dann nämlich genau da unten drunter. Oder auch nicht. Was? Ich habe mich hier verzählt. Das ist Kacke. Da kommt kein Fenster hin. Das hier ist Kacke. Ist nicht gut. Schaut scheiße aus. So, naja, was essen. Und dann verziehen wir uns wieder da rein zu unserem normalen Zuhause. Zu unserem normalen Zuhause. Wir können auch mal die Gummibäumchen dann auch mal machen. Jetzt mal hier die Bienchen. Oh, jetzt ist die. Ach so, ja, die sind, gehen ja sowieso eben weg. So, Bienchen, da Bienchen. Und hier Bienchen. Das sind 27 Bienchen. Mein Magen knurrt, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man das hört. Samok-Drops. Da. Bäumchen. Und das Glas bringen wir nochmal schnell zum Glas. So. Und dann kriegt das hier doch alles mal ein Gesicht. Wie ich so schön sage. Schauen wir mal, ob wir noch was haben, was wir da reinwerfen können. Ja, wie wär's denn mit Eisen und Kupfer? So. Eisen und Kupfer. Da muss ich mir dann noch was anderes einfallen lassen. Wenn ich praktisch hier oben eine Kiste hinbaue, würde das funktionieren? Dann da ein Hopper, da die Maschine und dann noch ein Hopper. Das funktioniert schon wieder nicht mehr. Also hier eine Maschine, da ein Hopper, noch eine Maschine und ja, das. Außer wir bauen das 1 weiter rein, aber das geht auch wieder nicht, weil das haben wir ja auch wieder nicht so gemacht, wie das sein sollte, beziehungsweise dass das so funktionieren würde. Das würde dann unten rauskommen. Heißt, wir müssen das noch 1 weiter oben drauf bauen. Das geht dann auch wieder nicht mehr. Das ist doof, dass das so nicht funktioniert. Ansonsten könnten wir das hier automatisch machen. Oh, zumindest ein bisschen automatisch share. Oder wir machen das hier so, hey, da eine Reihe, da eine Reihe, da eine Reihe und hier eine Reihe. Das wären 1, 2, 3, 4. Das wird man dann aber auch wieder alles sehen. Das ist auch dumm. Ah, da oben haben wir gesagt, haben wir da was? Wie hoch ist es eigentlich hier oben? Ist auch nicht höher, es sind 4. Dann geht es sogar oben noch eins höher. Puh, das hatte ich auch voll vergessen. Ah, das ist auch hier hübsch. Sehr schön. So riesig ausgebaut. Na, da muss ich mir echt noch mal was überlegen, wie ich das hier mache. Wenn ich hier praktisch da oben eine hätte. 1, 2, 3. Also hier eine Kiste, da ein Hopper, da die Maschine, da ein Hopper und dann noch mal eine Kiste. Da kann ich gleich die untere Kiste nicht öffnen.
Außer wenn es eine Enderkiste wäre. Und wenn das jetzt überall dieselbe Enderkiste wäre, dann würde das auch funktionieren. Dann wäre das aber halt hier nicht gerade. Dann wird das hier wegfallen. Ja, wir brauchen sowieso auch noch Recycler und so ein Zeug. Auch noch. Naja, das schauen wir doch mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.